Finde ich immer sehr schön, wenn sowas veranstaltet wird für uns Ehrenamtliche und habe mich da ganz offen drauf eingelassen. Ja, schön war der Empfang mit dem Theater, dass es alles sehr locker war und dass man auch selber dadurch locker wurde. Das war schon mal ein super Warm-up mit dem Impro-Theater. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Hat gleich schon mal für gute Stimmung gesorgt. Weil es dich gibt, wird es Zukunft geben. Unter diesem Motto stand das Forum Engagement im Rahmen der Heilig-Rock-Tage 2023 und rund 80 Menschen aus dem ganzen Bistum folgten der Einladung nach Trier. Das Besondere, ein festes Programm gab es nicht, denn die Veranstaltung war als Barcamp organisiert, bei dem die Teilnehmenden die Inhalte selbst bestimmen. Zuerst wusste ich ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Barcamp, der Begriff, ich hatte das mit Cocktails verbunden und sowas. Ne? Aber Spaß beiseite, ich finde das Konzept super toll. Also ich fand es sehr interessant, weil es ja sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr offen. Barcamp als solches habe ich noch nicht kennengelernt, finde ich aber total spannend, weil dann die Themen auf den Tisch kommen, die wirklich interessieren. In einem ersten Schritt konnten alle Anwesenden Themen vorschlagen, die ihnen unter den Nägel brannten. Moderiert von Momo Schark und Elisabeth Schache wurden diese Themen dann auf einzelne Sessions aufgeteilt, wo im nächsten Schritt in größerer oder kleinerer Runde diskutiert wurde. Durch diese Sessionen, wo man sich untereinander dann ausgetauscht hat, was andere machen, was gut läuft, was schlecht läuft, da kann man schon sehr viel mitnehmen. Ich denke, ganz wichtig ist der Austausch miteinander von ganz anderen Ehrenämtern oder Einrichtungen auch, was erfahren zu können. Und für mich ist immer ganz wichtig, im Ehrenamt Stärken zu stärken. Und das erfahre ich heute. Jeder bringt sein eigenes Leben ein Stück mit rein, seine eigene Sicht auf den Glauben, auf die Kirche und wie man es verbessern könnte. Das ist sehr, sehr interessant, dieser Austausch unter uns Ehrenamtlichen. Die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen wurden zum Ende des Forums hin Stück für Stück gemeinschaftlich besprochen, sodass alle von der Arbeit aller profitieren und etwas mitnehmen konnten. Ich finde, dass diese Kirche heute sich auf den Weg zu den Menschen machen muss, weil diese Form sich verändern wird und ja auch schon dran und drin ist, sich zu verändern und auch verändern muss. Das nehme ich auch für die Zukunft mit. Ja? Also, dass man nicht aufgeben soll, egal wie schwierig es dann vielleicht einzelne Themen in der Gemeinde sind. Dass sich viele Leute in vielen Bereichen engagieren, das gibt mir natürlich die Motivation, in unserer Vereingemeinschaft mich weiterhin einzubringen und nach vorne zu schauen. Basierend auf eigenen Beobachtungen und Vorschlägen der Teilnehmenden sorgte schließlich Impro Köln für das unterhaltsame Finale des Forums Engagement, von dem wohl alle gestärkt nach Hause gingen. Darum bin ich hier.